Was? Hallo und willkommen zurück zu The Magical Quest starring Mickey Mouse, Part 2. Im letzten Part haben wir Kater Carlos böse Schlange besiegt, beziehungsweise der Geist hat von ihr Besitz ergriffen. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ist ja alles magisch. Und setzen unseren Weg jetzt im zweiten Level fort. Das ist der finstere Wald. Ich sehe, du hast dich gegen die Mächte des Imperators tapfer gewehrt. Hallihallo, großer Zauberer. Was machen Sie hier? Ich will dir diesen magischen Turban geben. Super, danke. Aber was hat es damit auf sich? Dieser Turban verleiht dir magische Kräfte. Du kannst damit sehr lange unter Wasser bleiben. Setze ihn klug ein und sei damit vorsichtig. Oh Junge! Magische Kräfte! Jetzt kommen wir tatsächlich in den magischen Wald und wenn wir L und R drücken, dann können wir hier hin und her wechseln. Ihr seht, noch zwei Slots sind frei. Wenn wir auf A drücken, dann können wir uns zurückverwandeln. Als Mickey, nur als Mickey, können wir hier diese Sachen tragen oder auf Gegner springen und die dann umhertragen. Als magischer Mickey können wir, hier rechts seht ihr eine Leiste, können wir Zeug abfeuern. Das zeige ich euch mal gleich. Wir müssen ja vorsichtig sein. Da, schnell dran vorbei. Auf die Gegner draufspringen können wir noch, aber wir können sie nur so besiegen. Desto länger wir den Knopf gedrückt halten, desto mehr lädt sich Mickys Magie auf und wird stärker. Und manchmal ist das tatsächlich... Oh, jetzt schieße ich doch tatsächlich daneben. So. Oh, schnell darunter. So, und wenn ich den eben packen will, muss ich zurückwechseln. Ihn daneben und zack. Wir können auch diese Blöcke zerschießen. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel rumballern, wenn es nicht nötig ist. Denn wenn die Magie leer ist, ist sie leer und dann brauchen wir einen Gegenstand, der auch gleich so kommt. Und zwar hier die magische Lampe. Hier ganz vorsichtig. Hier ist ein Killerfisch, der uns an den Kragen will. Und schaut euch mal die Bäume an, ja, da oben. Mal sehen, ob ich da einen besseren Kamerawinkel hinbekomme. Das war ja knapp. Da rechts zum Beispiel sehen wir Kater Carlo. Da links im Hintergrund auch nochmal so ein Baum, der aussieht wie Carlo. Also richtig, richtig viel Liebe zum Detail, was ich super schätze. Ich weiß nicht, kann er da auch ziehen? Nein, er kann das nicht. Auch dazu brauche ich wieder Mickey. Und schaut mal, da unten ist wieder so ein Fisch. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Da müssen wir jetzt schnell rüberrennen. Und links. Na, komm schon, komm schon. Ja, du erwischt mich nicht. Soll ich die schon einsetzen? Nee, ich glaube, hier ist noch was. Genau, die hier nämlich. Diese Springerbsen im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt müssen wir es schaffen. Schaffe ich alle drei auf einen Streich? Ich probiere es einfach mal. Yes! Und da strecken sie die Zunge raus. Aber wir werden die Lampe jetzt nicht holen. Das ist ein unnötig gefährlicher Sprung, den wir hier eigentlich vermeiden können. Oh mein Gott! Na gut, dann wollen wir mal Feuer mit Feuer bekämpfen. Beziehungsweise Pfeile mit Magie. Weg mit dir. Ah, jetzt kommen, glaube ich... Nein, das kommt noch nicht. Das kommt erst später. Okay. Will auch nicht zu viel spoilern. Ach, hier, tatsächlich. Aber da würde ich sagen, dann nehme ich Mickey. So, wir müssen jetzt schaffen, auf diese Blätter zu springen, ohne drauf zu gehen. Wow. 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 Gut. War doch gar nicht so schwer, oder? Oh, hab ich schweißnasse Finger. Hier brauchen wir zum ersten Mal tatsächlich die Magie von Magic Mouse und müssen hier diese Dinger öffnen, was auch immer das ist. Und zieht euch mal das Gesicht rein. Einfach super. Also ich sag ja, die Animationen sind super, die der Detailgrad, die Liebe zum Detail ist einfach sehr, sehr hoch geworden. Was das Spiel wahrscheinlich auch so liebenswert macht. So, weg mit dir. Muss ich das eigentlich aufladen bei dem? Ich glaube nicht. Ich tue es aber trotzdem.
Und hier kommen wir in so eine Art Sog, wie wir sehen. Kann ich hier schon raus? Nein, aber da unten ist eine Tür. Vielleicht kommen wir da irgendwie von oben hin. Das Ganze ist für mich ja semi-blind. Wer das Wort nicht kennt, das bedeutet, ich habe das Spiel zwar durchgespielt und ich kenne es im Großen und Ganzen, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wo was genau ist oder wie zum Beispiel mit dieser Tür, wie ich da rankomme. Man entdeckt das Spiel quasi neu und ich mache das ja sehr, sehr gerne auf meinem Kanal, denn als Let's Player müsst ihr wissen, wenn man etwas komplett blind spielt, ist es ein bisschen schwieriger, Dinge zu erklären. Versteht ihr? Am Anfang, ich habe jetzt sagen können, hey, der kriegt jetzt diese Fähigkeit und dass man sie aufladen kann und so weiter. Man kann also den Leuten ein bisschen das Spielprinzip erklären. Ich hoffe, ich breche mir jetzt nicht alle Knochen. Nein, gut. Ist das ein Shop? Tatsächlich. Wir brauchen aber mehr Münzen. Hier oben sehen wir, die Magie wird halbiert. Wir können hier Herzen kaufen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir können uns eine Lampe kaufen, werden wir aber wahrscheinlich nicht brauchen. Und für 200 Münzen kriegen wir wieder ein ganzes Herz spendiert. Müssen also noch ordentlich Münzen sammeln. Und hier kommt zum Beispiel ein Gegner. Daran erinnere ich mich noch. Aber die Lampe lasse ich mir noch. Oh mein Gott. Und ihr seht, er schlüpft immer in andere Rollen, in andere Verkleidungen. Den sehen wir so nicht zum letzten Mal. Wir können ihn auch so abknallen, das funktioniert. Dürfen aber natürlich auch hier die Stacheln nicht berühren und wow, er benutzt sein Hula als Waffe, warum auch immer. Wow. Sagen, den ballern wir noch öfter so ab. So, weg mit dir. Ich weiß gar nicht mal, ob das mächtiger ist. Scheint so. Okay. Und auch ein kleines Trivia an meiner Stelle. Was, das wird nicht komplett aufgefüllt? Schade. Ein kleines Trivia an von meiner Seite. Hier habe ich meine Animation aufgenommen. Hier konnte ich auch das mit dem Sound aufnehmen, weil hier hört ja der Sound kurz auf. Wenn ich das mitten im Spiel gemacht hätte, dann hätte man immer ein Stückchen der Musik im Hintergrund gehabt und das wollte ich nicht. Also da habe ich schon wirklich Glück gehabt, dass ich mich daran erinnert habe, dass die Musik hier aufhört. Ist hier wieder ein Fisch? Nee, ist er nicht. Aber ich weiß nicht, dürfen wir diese Blätter berühren im Flug? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht riskieren. Laden wir es mal auf. Probieren wir es einfach mal. Nein! Aua. Ich weiß nicht, kann ich das so ganz normal, wenn ich einfach durchrenne? Funktioniert das? Ja, so muss das aussehen. Und wir dürfen die Keulen nicht berühren. Wir können auf diese Baumstümpfe draufspringen, aber wir dürfen sie unten und auch oben nicht berühren, sonst schadet uns das nur. So, jetzt kann ich es ja mal testen. Nee, schadet uns nicht. Uah! Die herabfallenden Blätter meine ich jetzt. Und rüber da. Was? Ah, okay, wir haben hier wieder Wasser. Wir können ja schwimmen, das ist halb so wild. Oh, oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Der Fisch, der Fisch, der Fisch. Oh mein Gott, schnell weg. Oh. Alles halb so wild. 2 von 4. Wir sind hier schon fast durch wieder. Oh, das ist so ungewohnt, wenn man nicht rennen kann. Er rennt erst, wenn man eine Zeit lang am Laufen ist. Erst dann fängt er von alleine das Rennen an. Oh. Auch daran habe ich mich nicht mehr erinnert. Man muss ihn also selbst treffen. So, weg mit dir. Ja, die sammle ich auf jeden Fall noch ein. So gefährlich ist der Sprung nicht. Denn jetzt müsste dann auch sobald der Endgegner auftauchen. Wow! Nein! Ah, ich habe gedacht, das schaffe ich noch. Oh, cool. Wahrscheinlich wäre da oben nur wieder so ein Verkauf gewesen. Und da hinten sehen wir es schon. Spinnennetze. Hier erwartet uns noch ein furchtbarer Gegner. Und selbstverständlich ist es die Spinne. Oh, hier hätte ich eigentlich schon viel schneller sein können. Wir können ihn so abschießen und wir müssen es schaffen, jetzt schnell da drüber zu kommen. Weil wenn er uns den Rücken zuzeigt, dann schießt er diese Spinnenweben auf uns. Ah. Ist aber auch stark. Ja, wenn ich runterfalle, ist das natürlich auch wieder super. Wie viel Leben habe ich denn noch? Oh, nur noch eins. Okay. Da muss ich mich hier besonders anstrengen. Andererseits, wenn ich hier Game Over gehe, dann komme ich ja sowieso wieder hier raus. Oh mein Gott. Auch das ein sehr, sehr knapper Sprung.
So, komme ich darauf? Ja, tue ich. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt mal zu zeigen mit den Blättern hier, wo ich denn da hinkomme. Wenn ich es schaffe, da drauf zu landen. Ach, okay, ich dachte, da sind vielleicht ein paar Blätter mehr. Aber wir kommen hier ganz normal einfach hier an. Wo muss ich denn da stehen? Lass mich mal überlegen. Ich meine, wenn ich hier stehen bleibe, dass das funktioniert. Oder wenn ich... Klappt das? Ja, danke, super. Ja, alles klar, alles klar. Der Hund will gerettet werden, der Hund will gerettet werden. Vielen Dank. Wir machen natürlich weiter. Wie gesagt, wenn ich hier ein Continue verliere, dann mache ich auf jeden Fall da weiter, wo ich aufgehört habe. Und in dem Fall ist das eben 2-4. Richtig praktisch. Das ist auch so eine Sache. Ich muss es genau schaffen, auf der Spitze zu landen, so richtig weit vorne. Und dann im richtigen Moment springen drücken. Also quasi jetzt. So. Wenn ich zu früh drücke, dann gilt das nur als kleiner Jump. Oder? Genau, ich muss springen drücken. Was, wenn ich schon vorher gedrückt halte? Ach, das funktioniert auch. Gut, also ich kann jetzt schon in der Luft quasi anfangen, springen zu drücken. Dann zählt das genauso. Da springen wir einfach so runter, da lassen wir uns nicht lumpen. Das Blatt ist hier völlig unnötig. So, und diesmal versuche ich, ohne drauf zu gehen. So. Und zwar hier irgendwie muss ich, glaube ich, stehen bleiben. Oder ich mache das... Moment. So. Es hätte auch klappen können. Oh oh. Was jetzt? Berühren kann ich ihn ja nicht. Wow. Nein, nicht dazwischen runter. Na komm, böse Spinne. Böse Spinne. Oh, ich habe ihn doch schon fast getroffen. Ja. Das ist ein episches Bild. Quasi im Ableben hat er nochmal abgefeuert. Double KO, wenn man so will. Der finstere Wald ist geschafft. Es gibt 20 Bonusmünzen. Und jetzt kommen wir wohl in eine sehr feurige Angelegenheit hier und was uns dort erwartet, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!